Was machst du jetzt du noch da? Im Umbau vom sicheresten Haus da noch? Es hat geheißen, ich könnte heute meine Rohrleitungen montieren, dann schrauben wir sie fertig. Aber wenn du noch nicht fertig bist, kann ich noch nicht anfangen. Dann kann ich ja gerade zum Flaschensepp hinterher anfangen mit dem Anbau. Hey, sorry, mir hat noch niemand gesagt, dass ich heute schon mal fertig sein muss, oder? Sonst los, musst du halt einfach noch ein bisschen warten. Immer der hohe Stress, du, der Zeitdruck auf dem Bau hat massiv zugenommen. So ein richtiger verdammter Scheissdreck, du, hä? Mein Chef kann mir etwa mal an der Ranzen anhängen, du. Komm jetzt, ruf nicht so aus. Es ist erstens mal dein Chef und zweitens, wenn du so schnarrst, kommst du nach Kündigung über. Mach nicht. Der Brief kommt mich eh nicht über. Da kann mir nämlich gar nicht zugestellt werden. Weil weißt, eingeschriebene Briefe kannst du nämlich nur noch zwischen der halben 8 und Viertel am 8 und zwischen halb 2 und 2 auf der Post zu uns abholen. Hey, sorry, das sind wir am Arbeiten. Gut, da hast du jetzt auch wieder recht. Aber es ist gleich nicht gesund, sich so aufzuregen, nur weil die Arbeit ein bisschen zunimmt. Außerdem, du hast ja auch selber auch nicht zugenommen, oder? Ja, leider haben aber auch sehr viel Menschen müssen essen. Ja, aber jetzt allein vom Essen kannst du nicht so einen Poken plötzlich überkommen. Also, Cordon Bleu im Leuen gibt es sowieso die Halbzeit nicht, weil die Küche zu ist. Nein, natürlich nicht, du. Weißt, ich bin zum Weibwaben von einer Torte kaufen. Die hat 33 Franken gekostet, du. Als ich ausgesucht habe, hat der Verkäufer gesagt, könnten Sie die noch ein Stückchen schneiden und dann macht sie ja natürlich. Kostet aber 17 Franken extra. Was? Geht's noch? 17 Franken extra? Kann ich am Kronenberg zwei verstaubte Tortenmesser kaufen für den Betrag? Genau, das habe ich mir natürlich auch nicht bieten. Ich bin zum Bein raus und schnurstracks zum Schwägler-Salaisu. Und weisst du, jetzt habe ich so eine richtig grosse, mastige Schwägler-Torte gekauft. Und ja, das ist jetzt halt das Ergebnis. Ja, gut, der Schwägler-Salaisu, der macht aber auch ganz feine Sachen, das stimmt. Zum Beispiel sein Brot. Das ist auch nach 4 Tagen noch gleich frisch, wie du zum Morgen es gekauft hast. Ja, hast du es denn auch schon dort gesehen? Nein! Im Schwägler gibt es nie Brot, das man in den Tieren verfüttern kann. Oh, da täuschst du dich aber gewaltig. Zwillisau, zur Zeit des Christkindlmärts, haben die Hühner bis am Rhein hinter Weihnachten gehabt. Weil der Salé seinen 100 Kilo Brot gebracht hat, das er nicht mehr verkaufen konnte, weil er vergessen hat, Salz drin zu tun. Gut, für die Hühner ist es ja positiv gesehen. Brot soll angeblich sehr gesund für die Augen sein von Hühnern. Woher weisst du jetzt das schon wieder? Hey, hast du schon mal ein Huhn mit einer Brille gesehen? Du, für jetzt mal das Dreigeschen. Aber nein, ist nicht. Aber lassen wir das Thema. Ganz komisch reingeschaut, haben ja auch letztes Jahr die Ringer vom RC Willisau vor dem Finalkampf von Bronzemedaille gegen Hergiswil. Dort sind nämlich alle im Abwürgen gesehen und haben auf ihren Ringer auf den Scheitanov-Kirill gewartet. Ja, der ist halt leider nicht gekommen, oder? Aber die heutige Technik, weisst du, am Navi, weisst du, im Auto, das hast, das ist so genial. Du kannst einen Ort eingeben, Hergiswil, und dann bist du Hergiswil. Ja, nur schade, dass du den Stadt auf der Ringermatte halt neben der Glasung siehst. Weil unser Hergiswil ist immer noch am Napf und nicht am See. Gut, wie so hat halt wegen dem der Ringkampf leider klar verloren. Aber weisst du, als positiv ist wenigstens gesehen, dass der Ringer, der Kirill dort, der Scheitanov, das Gleiche hätte können machen wie die Hergiswiler Ringer. Er hätte sich nämlich den ganzen Nachmittag mit Flaschen können beschäftigen. Gut. Der Ringer, das war halt vielleicht ein Schnäppchen für den RCW. Darum haben sie ihn auch engagiert. So eine Euro-Sonderaktion oder eine Happy Hour, zwei für einen. Jedenfalls sind Zertigrabatschlachten im Moment sehr im Trend. Schau doch nochmal, wie die Leute scharenweise an den Grenzen gehen einkaufen. Hey, die kommen jetzt doppelt darüber fürs Geld. Ja, und das hat bei uns die Stadt Willisau auch schon gemerkt. Dort ist mir auch auf den Geschmack gekommen, von dieser ganzen Happy-Hour-Mentalität. Die hat man auch gerade eingeführt. In Willisau gibt es jetzt nämlich schon zwei für einen Schocki. Hey, überleg mal. Das ist genau das Gegenteil. Die Variante, dass zwei Gemeindearbeiter neu die Arbeit für einen machen, kostet uns Steuerzahler ja extrem viel mehr, oder? Und überhaupt,
Der Schocki, der kann ja eh nicht hören arbeiten, oder? Der arbeitet nach seiner Pensionierung immer noch mit einem Teilzeitpensum für die Stadt. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass auf einen Schlag plötzlich so viel mehr Arbeit für einen Werkdienst anfällt. Und da stellt mir einfach zwei neue Anvergases. Trotz dieser prekären Finanzlage geht mir das einfach nicht so auf. Zum Glück ist wenigstens das Budget an der letzten Gemeindeversammlung ohne Probleme durchgekommen. Ja, wir munkeln, dass die Stadt wegen unserer Finanzlage Dobermann im Gemeindehaus angeschafft hat. Weisst, so ein Schäferhund wäre nicht gut für sein Image gesehen, wie ich so. Aber ein Dobermann, das ist auch so ein richtig gefährlicher Hund. Höchstwahrscheinlich soll der auf die Finanzen aufpassen, oder? Der Name ist jedenfalls im Infoblatt von der Willisauer Gemeinde. Nein, aber das ist kein gefährlicher Hund. Oder wie du sagst, ein Dobermann. Nein, die Stadt hat lediglich für eine Weiburete einen neuen Stadtschreibersubstitut angestellt und der heisst Dobermann. Dummerweise haben sie halt im Willisauer Info Dobermann gestellt. Gut. Auch ein Dobermann hätte nicht verhindern, dass im Gemeindehaus jemand in Gang geschissen hat. Was? Wirklich? Das muss auch gestorben haben. Sicher nicht appetitlich gewesen. Ja, nein, das nicht. Aber zur Beruhigung, oder? Das Häufchen nicht, das hat nicht wie ein Märzenkeg ausgesehen. Aber Entschuldigung, jetzt schnell. Da stinkt jetzt auch gerade ein bisschen. Hast du jemanden gefurzt? Hey, sicher nicht. Du bitte. Aber da mir jetzt so sagst, jetzt schmeckt es auch. Hey, yes, das du! Da würden nicht mal die Jodtabletten helfen, die sie uns letztes Mal noch per Post zugeschickt haben. Hey, aber weißt du, was erinnert mich der Gestank? An die letzte Nacht nach dem Sprüchli oben, letztes Jahr, bei der ACW-Bar, dort hat es auch so gestunken. Aber nicht etwa, weil der Sommerhalter gegen den ganzen oben mit Durchfall auf dem WC gehockt ist. Nein, weil der Blinz den ganzen oben der scheiß Duftspray-Kabine nie gespritzt hat. Also im Blinz hat es sehr gefallen. Jedenfalls hat man ihm trotzdem den Duftspray weggenommen. Ich glaube, der Blinz hat die Runze. Ja, genau. Und die Leute beim Führermagazin sehen jetzt gleich nur noch schwarz. Ob schwarz, rot, blau, grün oder weiß. Heute gibt es ja fast alles in allen in den unterschiedlichsten Farben. Nur etwas habe ich wirklich noch nie gesehen. Nämlich schneeweiße Kreie und rabenschwarze Schnee. Das habe ich in der Lettung noch gar nie gesehen. Grün und blau geärgert hat sich auch der Büchli-Malti. Wieso, Mensch? Weil die Firma Hug dort das Bismilos 165 Jahre Jubiläum hat können feiern und der Walti nicht mehr dabei war. Nein. Der Walti, der ist mit seinen Kollegen auf einen Ausflug gegangen. Und zwar in Jura. Alle sind mit dem Velo unterwegs gewesen. Aber wie der Walti halt so kennst, ist ihm die ganze Sache einfach ein bisschen zu langsam gegangen und er ist schon mal vorausgefahren. Und ist er ja auch schneller am Ziel gewesen? Ja, wenn er das Auto dabei hatte, dann wäre er ganz sicher schneller am Ziel gewesen. Weißt du warum? Hey, keine Ahnung, du. Weil mit dem Auto, dort wo er gefahren ist, er konnte 120 fahren. Statt auf dem Radweg ist er nämlich mit seinem Velo auf die Autobahn. Und böse Zunge behauptet ja, dass wenn er nicht noch so ganz kriminelle Lastwagen überhaupt hat, hat es nicht einmal jemand gemerkt. Du sag mal, ist die ehemalige Dübali-Wirtin Meier Petra, die dort noch auf dem Ausflug war? Wieso meinst du jetzt das? Weil sie an der GV vom Gewerbeverein nicht anwesend war und man wegen dem fast die GV hat müssen verschieben. Ja, genau, ich weiss, was du meinst. Aber nein, ich weiss auch nicht, ob sie dort auch war. Aber zum Glück haben ja die Willisauer Gewerbe super Ideen. Die haben eine Lösung gefunden. Damit man das Protokoll gleich hatte, haben sie nicht etwa einen Ersatz beauftragt, der dafür für sie das Protokoll schreibt. Nein, sie haben einfach die ganze GV gefilmt und ihr nachher den Film zur Verfügung gestellt, dass sie daheim in Ruhe können, das Protokoll schreiben können. Gut, zum Glück hat der König Christoph den Film gedreht und nicht der Kostwerni vom Telenapf. Sonst würde der Gewerbler heute noch aufs Protokoll warten. Ja. Oder es wäre zumindest drin fertig und Werbung käme. Oder so.
Hast du auf Telenav übrigens schon mal Werbung für das Bahnhöfli in Gatnau gesehen? Nein, das habe ich noch nie gesehen, aber Werbung muss der Freiwiesel sowieso nicht machen in Zukunft. Gatnau ist also dermassen am Boomen. In diesem Dorf lassen sich ja im Moment so viele Leute nieder. Zusammenarbeit mit dem Fausto vom Lastrala oder Wiesel funktioniert anscheinend ja bestens, oder? Ich habe gehört, dass eben der Wiesel das Bahnhöfli in Gatnau für den Fausto führt. Ja, und das, obwohl er im frühen Rennen in der ACW Bar Kragen gegangen ist. Bekanntlich zieht sich ja Gegensätze an. Die beiden sagen zwar das Gleiche, aber es tut bei jedem auf seine eigene Art. Ja, zum Beispiel beim Fausto heißt er einfach «Bella signori, la suggerimento del giorno, fattori del sicciaro, titere, sugo, cipolla, bellissima!» Ja, bei der Wiesel sagt er das Gleiche, oder? Bei ihm tun sie aber halt so. So, ihr Weiber, fressen doch am besten einen Bauernbratwurst mit Zwiebelsoßen oder Rösti, he? Hey, sonst hätte ihr jemanden alten Hotdog vom letzten Hallenturnier. Oder Spaghetti Napoli vom Kölbi Menti noch an. Hey, aber Mutter, gell, entscheidet dich jemanden. Der Dortmund-Match fährt jetzt ja. Zum Glück befindet sich das Bahnhöfli an einem Bahnhof, nicht an einer Schiffslände. Wer weiß, was in diesem Lokal sonst noch alles passieren würde. Ja, genau, du, so Seelof macht bekanntlich K.O. Stell dir vor, so eine Sexaffäre wie das Zug würde bei uns in Zwillisau passieren. Dass nämlich ein SVP-Politiker mit einer grünen. Was denn? Also der Freirudi mit dem Müllresti eine Affäre hat. Du, gell? Dann würde der Blinz im Freiruhr das Mikrofon sicher nicht mehr abstellen, wenn der etwas würde sagen. Weil die Öffentlichkeit will ja schliesslich hören, was der zu diesen Affären sagt. Ja. Wo wir gerade bei solchen Affären sind, da kommt mir jetzt auch noch etwas zu sehen. Das musst du erzählen. Kürzlich ist ein Arbeitskollege von mir wieder einmal ins Puff. Was? Wie die neue Post für dich auch? Dort werden die den ganzen Tag sehr viel Nummer geschoben. Hey, doch nicht in den Gemischtwarenladen, sondern in ein richtiges Freudenhaus. Hätte auch in ein Skilager können, aber er ist wirklich noch in ein richtiges Freudenhaus. Er hat mir erzählt, dass es dort sogar muslimische Freier gehabt. Komm, erzähl nicht so einen hohen Schwachsinn, du ehrlich. Die gehen ganz sicher nicht ins Puff. Oh, er hat mir das erzählt. Er hat gesagt, die sind die Wände nicht so gut isoliert gewesen. Man hat viele Sachen gehört und dann plötzlich haben er nebenzu so ein liebes Mädchen gehört sagen, komm rein, komm rein. Und dann hat der Mann gesagt, komm nicht, Islam. Hey, schon so spät du. Hey, komm, jetzt lohnt sich so nicht mehr mit dieser Art weiterzumachen, dass du das Röhrli da an die Wand schenken kannst, gell? Es spielt ja eh keine Rolle beim Umbau vom Sigridstuhls, wenn es das noch ein paar tausend Franken mehr kostet, weisst. Weil bei dem Mietzins, den die dort verlangen, oder, ist der Bau der Klima amortisiert. Ja, und heute ist ja sowieso Montag, an dem Tag, wo in halb Europa die Pegida-Demonstrationen stattfinden. Hey, weiss überhaupt jemand von euch da innen, was Pegida heisst? Was heisst's? Gegen die Islamisierung des Abendlandes, ja. Nein, stimmt nicht. Ja. Für uns heisst Pegida, perfekte Ehemänner gehen in den Ausgang. Genau, und das machen wir jetzt. Seitdem es nämlich die Bewegung gibt, können wir unter einem guten Vorwand jeden Abend in den Ausgang gehen. Also, komm, gehen wir noch ein Bier trinken, bevor die Demonstration zu Ende ist und unsere Frauen dann noch merken, was wir wirklich jeden Abend machen. Gut, das ist eine sehr gute Idee. Komm, wir machen hier fertig. Übrigens, wo du jetzt fertig sagst, ich habe auch gehört, dass Backstage Ladies nach dieser Fasnacht aufhören müssen. Oh ja, das habe ich auch gehört. Das ist wirklich schade. Aber sag mal, die Verkleidung von diesem Jahr, da komme ich jetzt wirklich nicht mehr draus. Das Motto heisst doch Hitze die Rakete. Aber Entschuldigung, also. Nein, also, da dürften wir ja so eine Rakete erwarten eigentlich, oder? Dabei haben sie so Staubwedeln auf dem Kopf, oder? Also, nein, da könnten sie höchstens mit dem nach dem Sprüchli oben in der Schlossscheibe Konfetti rauswischen. Und was die Zündhölzli sehen, dort, wo sie bei diesen Vorführungen dabei haben, das ist mir auch nicht ganz klar. Ich vermute höchstens, dass die dazu da sind, ihren vier Buben wieder mal ein bisschen Feuer unter dem Füllen zu machen.
Ja, aber was wollen denn die Backstage Ladies machen, wenn sie aufhören? Wenn sie etwa noch eine zweite Karriere beim Fernsehen starten? Oh nein, das ist nicht mehr möglich. Weil der Bachelor, der gibt ihnen höchstwahrscheinlich keine Rose mehr. Zeit, sich bei Germany's Next Top Models bewerben, die ist auch schon lange abgelaufen. Ein Bond-Girl wird im Moment nicht gesucht und bei Bauer Lady gesucht, geht es aus zivilrechtlichen Gründen nicht. Dann wäre die einzige Möglichkeit noch der Bestatter. Ich jedenfalls würde es sehr bedauern, wenn sie aufhören würden. Sie sind ja jetzt seit 10 Jahren im besten Alter. Ist mir ja egal, wie die in Zukunft heissen. Die könnten ja irgendwie Good Old Ladies oder Omi Power oder weiss Gott wie sich nennen. Die müssen sich einfach ihren Namen in den neuen Gegebenheiten anpassen. Und die Tanzeinlagen, weißt, die würden mir halt schon fehlen. Es wäre ein riesen Verlust für Willisau, für die Fasnacht, wenn die Backstage Ladies, die gehören einfach dazu. Genau. Wie der Torusso-Hilme zu den Wegen Güssen. So, komm jetzt gehen wir definitiv unser Feuer oben Bier trinken. Ich habe mit Durst. Gut. Der Dalo und der Maga sagen nochmal. Stopp! Jetzt kommt mir gerade noch etwas zu sehen, das ich unsere Namen gehören hier. Zum Glück sind wir schon verheiratet. Dann wissen wir wenigstens, was wir haben. Ja, die besten Ehefrauen. Genau. Und sie uns. Stell dir mal vor, Esther, also im Hursler Mauri, also in deinem Chef, seine Frau, die weiss gar nicht recht, wer sie geheiratet hat. Komm, verzähl nicht so einen Quatsch, oder? Die Esti weiss sicher, die sind doch zusammen auf dem Standesamt gesehen. Ja, das nehme ich schon an. Aber am Hochzeitsfest selber ist sie plötzlich sehr unsicher geworden. Wo nämlich noch zum Dessert die Hochzeitstorte reinkommt, ist dort nicht Maurus und Esther drauf gestanden. Nein, Markus und Esther. Das hat sie dann schon verwirrt und sie ist unsicher geworden. Hey, das spielt doch der Rolle, was auf dieser Torte geschrieben war. Hauptsache, sie sind glücklich und zufrieden. Ja, und sie haben nicht müssen draufzahlen zum Verschneiden von der Torte. Das gehen wir definitiv. Ja. Der Dano und der Maga sagen nochmal für euch einen Applaus. Merci vielmals! Ja, ganz grossen Applaus und wir stehen auf und singen.